So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom Ikiblog und in diesem Video möchte ich eine Software vorstellen. Die nennt sich UPDF. UPDF ist eine Software zum Anschauen, Betrachten von PDFs und noch cooler ist, dass es auch eine Bearbeitungssoftware für PDFs ist. PDFs kennt man ja eher so als klassische Dokumente, die man sich irgendwo anschaut, aber mit dieser Software kann man PDFs auch bearbeiten. Das Schöne ist, die Software gibt es für alle möglichen Betriebssysteme, Windows, Mac, iOS und Android. Ich habe das zum Beispiel auch mal für Android heruntergeladen. Da kann man dann eben auf dem Smartphone dann PDFs annotieren, bearbeiten, anschauen und solche Geschichten. Und richtig Spaß macht es natürlich dann auch auf dem Tablet, wenn man da entsprechend auch noch so einen Stift hat. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir uns die Software einfach mal an. Standardmäßig haben wir den Lesemodus. Das ist eine Software, mit der ich eben auch PDFs ganz normal anschauen kann als Alternative zu anderen PDF-Readern. Die startet auch recht schnell, das ist recht gut und hat im Prinzip alle Standardfunktionen, die man eben so erwartet. Wie zum Beispiel eine Suchfunktion. Da kann ich hier dann einfach irgendwas suchen und dann entsprechend zu den Fundstücken dahin springen. Was natürlich viel cooler ist, sind die Bearbeitungsfunktionen und da gibt es jede Menge davon, wie zum Beispiel die Kommentarfunktion. Man hat ja öfters mal so PDFs, die man vielleicht irgendwie Korrektur lesen muss und dann irgendwie seine Anmerkungen einbringen muss, dann kann man das Ganze dann mit dieser Funktion da entsprechend machen. Ich kann zum Beispiel hier eine Notiz einfügen, zum Beispiel besser machen. Kann da auch eine Farbe festlegen, ganz schick. Und das ist dann hier drin und derjenige, der das Ding dann sozusagen zurückbekommt, sieht dann, kann dann hier reinschauen und sehen, okay, das muss ich jetzt hier besser machen. Ich kann hier Elemente markieren, im Prinzip hervorheben. Ich kann Dinge unterstreichen, ich kann Dinge durchstreichen und diese ganzen Sachen habe ich dann hier, wie zum Beispiel auch eine Wellenlinie. Ich habe eine Stiftfunktion. Das ist natürlich besonders ganz nett, wenn ich das irgendwie auf dem Tablet dann mache mit so einem Stift. Ich kann radieren, ich kann diverse Rechtecke oder Zeichenfunktionen dann hier verwenden. Also jede Menge Funktionen, um PDFs zu kommentieren. Eine weitere Funktion ist das Bearbeiten von PDFs. Finden wir hier unter PDFs bearbeiten. Hier kann ich dann so Elemente verschieben, bearbeiten, Texte und Bilder einfügen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt hier diesen Text verschieben, dann kann ich das hier an der Stelle machen. Ich kann auch mit Doppelklick hier reingehen und dann das entsprechend hier auch bearbeiten. Ich kann Texte bearbeiten, ich kann Bilder extrahieren, ich kann neue Bilder einfügen und ich kann auch Links einfügen. Also für die schnelle Bearbeitung von PDFs kann ich da recht schnell Dinge hier abändern. Das Bearbeiten beschränkt sich jetzt nicht nur auf Elemente, sondern ich kann auch einzelne Seiten hier herauswerfen bzw. umorganisieren. Dafür gibt es diese Funktion hier. Hier kann ich dann zum Beispiel sagen, ich verschiebe jetzt hier einfach mal eine Seite einfach woanders hin. Ich kann auch sagen, ich schmeiße jetzt hier mal eine Seite raus. Ich kann PDFs aufteilen und solche ganzen Geschichten kann ich da dann entsprechend machen und dann das PDF dann als neue Datei abspeichern. Ich habe auch eine Zuschneiden-Funktion. Da kann ich dann hier zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte jetzt hier nur ein Bild oder sowas extrahieren oder nur ein Teil, dann kann ich hier auch einzelne Seiten zuschneiden. Eine weitere sehr nette Funktion, die ich gerne nutze, ist die OCR-Funktion. OCR steht für Texterkennung. Das heißt, aus einem Bild wird Text. Ich scanne zum Beispiel alle Dokumente, die ich so bekomme, scanne ich ein und lege die ab. Das Ganze hat natürlich dann ein bisschen Nachteil, dass wenn ich das einfach bloß eingescannt habe, man sieht jetzt hier, das Ganze ist jetzt hier ein großes Bild und kein Text. Hat den Nachteil, es ist damit nicht durchsuchbar. Aber mit der OCR-Funktion klicke ich einfach hier drüben an und kann dann hier ein suchbares PDF erstellen. Kann ich hier noch die Sprache festlegen. Man sieht, hier wird jede Menge unterstützt. Wählen wir mal Deutsch hier aus. Und alles, was ich hier machen muss, ist OCR anwenden. Dann kann ich das Ganze hier noch unter einer neuen Datei abspeichern. Dann läuft die Konvertierung und dann haben wir dann in wenigen Sekunden ein PDF, wo das Ganze kein Bild mehr ist, sondern eine, ja, Text im Prinzip. So, warten wir mal kurz ab und wir sehen, hat jetzt hier auch umgeschalten. Und was wir jetzt hier haben, ist einfach Text, den ich dann hier kopieren kann. Ich kann ihn bearbeiten und was ebenfalls ganz schön ist, weil gerade bei diesen gescannten Dokumenten. Ich kann danach suchen. Wenn ich jetzt irgendwie ein spezielles Dokument suche, dann kann ich da einfach meine Ordner da entsprechend durchsuchen und da das Richtige dann auch finden. Im Prinzip gibt es noch jede Menge andere Funktionen. Wir können mal beispielhaft noch ein paar zeigen, wie zum Beispiel, ich kann Wasserzeichen hier hinzufügen, Kopf- und Fußzeilen. Wir können ja mal ein Wasserzeichen hier hinzufügen, wenn ich zum Beispiel sagen will, das Ganze ist jetzt hier ein Entwurf, dann kann ich hier zum Beispiel einfach Entwurf eintragen, das entsprechend hier formatieren und dann erscheint das hier auf jeder Seite automatisch. Ich kann das Ganze auch als Bild machen, ich kann das hier entsprechend anordnen, ich kann solche Späße jetzt hier machen, dass es dann überall steht. Also ganz nett, dass ich da ziemlich viele Bearbeitungsfunktionen an der Stelle habe. Ich kann
verschiedene Exporte hier machen. Ich kann zum Beispiel sagen, hier als Word, ich möchte das Ganze nochmal hier als Word-Datei haben, als PowerPoint, Excel. Das heißt, aus dem PDF mache ich dann einfach wieder eine bearbeitbare Word-Datei. Habe ich jetzt hier auch mal ausprobiert. Das sieht man dann hier, dass das Ganze dann hier wieder eine Word-Datei dann an der Stelle ist. Ich kann es als Bild exportieren, als HTML. Also habe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich kann PDFs in der Dateigröße verändern. Ich kann das Archivformat PDFA verwenden oder eben als flache Kopie speichern. Das heißt dann einfach, das ist dann einfach nur ein Bild in Anführungszeichen, wo dann eben der andere dann nichts entsprechend rauskopieren kann. Ich kann das Ganze hier mit einem Kennwort schützen. Da kann ich dann hier zum Beispiel festlegen, dass ich hier ein Kennwort für das Öffnen des Dokuments brauche, dann wird es entsprechend verschlüsselt, oder für spezielle Berechtigungen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Kennwort für die Berechtigungen eingebe, kann ich hier eben festlegen, ob das Ganze gedruckt werden kann. Entweder ist es nicht zulässig, niedrige Auflösung oder hohe Auflösung. Jetzt kann ich das PDF dann nicht drucken, außer ich habe das Passwort. Beziehungsweise kann ich dann auch hier festlegen, dass ich das Dokument eben nicht bearbeiten kann, wenn ich das Kennwort dann nicht habe. Ja, insgesamt muss ich sagen, sehr, sehr schöne Software, wenn man jetzt wirklich mit PDFs arbeiten will und die bearbeiten will, annotieren will, Kommentare vergeben will, Import, Export. Das ist doch ziemlich umfangreich, was die Software dann so leistet. Sie ist auch gar nicht so teuer, die Software, das ist ebenfalls ganz nett. Also es gibt, wie gesagt, jetzt derzeit noch diesen Rabatt, aber standardmäßig kostet die Software im Jahresabo 30 Euro, beziehungsweise dann als lebenslange Lizenz 45 Euro. Und das ist für den Funktionsumfang doch schon sehr, sehr nett. Ihr könnt euch die Software kostenlos hier herunterladen. Die Einschränkung ist, dass im Prinzip ein Wasserzeichen dann erscheint in der kostenlosen Version, wenn ihr da eine Bearbeitung macht und dann entsprechend speichert. Und ja, wie gesagt, ich finde, das ist ein sehr, sehr umfangreiches, rundes Paket zum Bearbeiten von Software. Und schaut es euch gerne mal an. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom IKIWI-Blog.